Heute beginnen wir mit einem Zitat von Bismarck. Er hat damals gesagt, wenn die Deutschen zusammenhalten, schlagen sie den Teufel aus der Hölle. So stark sind die Deutschen. Und diese Aussage führt uns zu einer ganz tiefen Wahrheit, denn die unermessliche Kraft, die in der Einheit liegt, wird durch diesen Satz gesagt. Wie ihr wisst, leben wir ja in der großen Spaltung. Warum dies so ist und was es für Deutschland bedeutet, wie Deutschland sich retten kann, das werde ich dir in diesem Video erzählen. Bevor wir jetzt gleich in das Thema, in dieses wichtige Thema einsteigen, möchte ich schnell noch was in eigener Sache sagen. Und zwar findet ja das Marana-Festival am 29. und 30. Juni statt in Kirchheim bei Bad Hersfeld. Das Thema ist, wir ändern das Schicksal der Welt. Wir werden zu diesem Thema viele Botschaften der geistigen Welt bekommen. Wir werden energetische Übungen machen und geheime Übungen. Es wird in der Art so ähnlich sein wie das letzte Mal, bloß mit einer höheren Energie, weil wir ja seit Januar die neue kosmische Energie des Wendepunktes bekommen haben, die uns alle unterstützen wird, um eben aktiv zu werden. Und dazu gibt es auch schon das erste Webinar. Auch dafür habe ich den Link unter dem Video. Schaut es euch einfach mal an. Und jetzt komme ich noch mal zu dem Zitat von Bismarck. Ich zeige es euch auch, damit ihr das selbst nachlesen könnt. Hier ist es. Wenn die Deutschen zusammenhalten, so schlagen sie den Teufel aus der Hölle. Das hat Bismarck damals gesagt, schon damals. Das heißt also, er wusste, dass in Deutschland ganz große Kraft liegt und darum geht es heute. Dieses Zitat führt uns zu einer ganz großen tiefen Wahrheit, nämlich die unermessliche Kraft, die in der Einheit liegt. Das heißt, wenn wir uns alle einig sind, wenn wir nicht gespalten sind, dann sind wir in unserer Kraft und können alles ändern. Diese große Spaltung, die gibt es ja spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg. Damals hat man Deutschland in zwei Teile geteilt, nämlich in den Westen und den Osten mit der Berliner Mauer. Und auch gibt es Spaltungen zwischen Frau und Mann. Der Feminismus in Deutschland ist sehr stark ausgeprägt im Vergleich zu anderen Ländern. Und natürlich haben wir nichts gegen Gleichberechtigung, aber man muss sich ja nicht bekriegen. Und zu diesem Bekriegen gibt es eine interessante kleine Geschichte, die möchte ich euch mal erzählen. Und zwar bei dem Planet Mars und bei dem Planet Venus. Man sagt, dass hinter dem Mars es so einen Asteroidengürtel gibt, der früher mal ein Planet war. Und man sagt auch, dass es einen Krieg zwischen Mars und Venus gab. Auf der Venus lebten weibliche Wesen und auf dem Mars die männlichen Wesen. Und durch diesen Krieg wurde der eine Planet zerstört und die Venus wurde verdunkelt. Dann wurde beschlossen, dass sich Männer und Frauen, diese männlichen, weiblichen Wesen, auf der Erde treffen sollten, um dort einfach einen Ort des Überlebens zu finden und das Ende der Spaltung zwischen Frau und Mann herbeigeführt wird. Das ist jetzt eine ganz alte Sage, die vielleicht bei euch, bei den Sternenfreunden, bei manchen bekannt ist. Wenn du jetzt in Deutschland guckst, findest du fast überall eine Spaltung, links gegen rechts. Ja, und da, jetzt soll also der rechte Flügel verboten werden und dazu wurden sogar gefakte Bilder ins Netz gesetzt. Ich zeige euch die jetzt auch mal. Hier seht ihr das eine Bild, da sind nicht so viele Leute und hier das andere Bild, das ist also aufgefüllt mit Photoshop mit vielen Leuten. Und das ist also ganz klar, das ist ein gefaktes Bild. Und das wurde also ins Netz gestellt, um die Menschen zu beeinflussen, ganz klar. Und dann frage ich euch, warum arbeitet man denn hier mit gefakten Bildern? Was soll das denn bedeuten? Ja, also, und wenn wir jetzt mal nach Amerika schauen, dort gibt es die Republikaner und die Demokraten. Dort gab es schon immer rechts und links. Dort wurde noch nie jemand verboten.
Und wenn wir mal schauen, das Wahlrecht für die Dunkelhäutigen, wer das damals eingeführt hat, das waren nämlich die Republikaner. Die Demokraten waren auf der anderen Seite. Also das heißt, man muss genau aufpassen, wer oder was die Spaltung eigentlich bewirkt, was bei uns die Spaltung bewirkt. Und jetzt kommen wir noch zu einem Thema. Viele der Woke sind für die Transgender im Kindergarten. Die sind dafür, dass Dinge im Kindergarten vorgelesen werden von Drag Queens, die man überhaupt eigentlich da, die gar nicht dahin gehören, oder von bestimmten Spielecken, die es eigentlich gar nicht geben sollte, oder von bestimmten Erwachsenentreffen, Berlin oder Hamburg als Beispiel. Also das sind Dinge, die hier geschehen, um letztendlich unsere Kinder unsicher zu machen, schon zu beginnen im Kindergarten, die Deutschen schwach zu machen. Und diese ganze Transgender-Geschichte ist ja auch etwas, was unsere Männer schwächen soll, dass die Männer gar nicht mehr wissen, dass sie Männer sind. All dies geschieht im Sinne der Spaltung. Je mehr Menschen in Deutschland schwach sind, weil sie gar nicht mehr wissen, was rechts und links ist, was oben und unten ist, umso leichter kann man dieses Land beherrschen. Perversionen, die durch die Regierung vorangetrieben werden, um die Menschen in eine Spaltung zu führen. Geschlumpft oder ungeschlumpft, auch das war etwas, um die Menschen gegeneinander sich aufzuwiegeln und gegeneinander zu kämpfen. Ich sage nochmal das Zitat auf: Wenn die Deutschen zusammenhalten, schlagen sie sogar den Teufel aus der Hölle. Und schaut mal dieses Jahr, wie begann denn 2024? Wir haben dieses Jahr das erste Mal einen Anflug des Zusammenhaltes seit Ewigkeiten gesehen. Es beginnt mit den Landwirten. Dazu kamen die Fischer, die Lokführer und noch andere Menschen, noch viele andere Menschen auch. Und dieser Moment des Zusammenhalts, wenn der kommt, dann kann ganz viel passieren. Denn alle haben vor der Kraft der Deutschen Angst. Nur sind die Deutschen schon die ganze Zeit, sag ich mal, sehr beeinflusst von vielen Dingen und haben vergessen, wie stark sie sind. Aber das wird erwachen. Und die Wut der Deutschen führt zu einem neuen Zusammenhalt. Es wird auch auf der politischen Ebene, auf der Gesellschaftsebene, dadurch könnte es zu einer ganz großen Veränderung kommen, nämlich der Moment des Zusammenhalts. Guckt doch mal, Deutschland ist ein Land, das hat die höchsten Energiekosten der Welt im Moment und die höchste Steuerbelastung. Warum? Um die Deutschen schwach zu machen. Auch das ist extra so geplant. Es ist eine Maßnahme, um das deutsche Volk zu schwächen. Denn es wurde entschieden, die Deutschen dürfen nie wieder so stark sein, wie sie mal waren. Man möchte uns am liebsten alles nehmen. Guck doch mal, im Sommer war ich auf einem Volksfest. Dort wurden slowakische Traditionstänze aufgeführt. Hä? Was soll das denn? Wo sind denn unsere Volkstänze, vielleicht vom 13. Jahrhundert? Oder wo sind denn die? Warum werden die nicht mehr aufgeführt? Weil wir sie nicht mehr kennen. Weil es ja extra so gemacht wird, dass wir unsere eigene Kultur vergessen sollen. Das ist der Plan, dass wir dann anderes gut finden. Also man kann es ja ruhig gut finden, aber unser eigenes ist doch viel wichtiger. Unsere Wurzeln, die möchte man uns nehmen. Und schaut euch doch auch mal das neue Englisch an. Das heißt nämlich Denglisch. Das D von Deutsch ist da davor das neue Denglisch. Das heißt, jedes zweite Wort, übertrieben gesagt, ist jetzt Englisch in Deutsch. Meine Herren, also alles wird so weit wie möglich verwässert, damit wir aus unserer Kraft kommen sollen.
Es hat jetzt nichts mit einer politischen Gesinnung von rechts oder links zu tun. Das hat gar nichts damit zu tun. Es ist einfach nur der gesunde Menschenverstand und alles wird verdreht. Das Gute wird für schlecht erklärt, das Schlechte für gut. Denk doch mal an den Spruch mit dem Krieg und den Waffen. Das ist doch auch total verdreht. Und das wurde aber jeden Tag in den Nachrichten so erzählt, damit die Masse es glaubt. Und so geht es schon die ganze Zeit. Wir Deutschen sind in einem System der Gedankenmatrix oder der Angstmatrix total gefangen. Das ist in Deutschland extrem hoch und es ist so gewollt. Wenn ich aber jetzt an unser Festival denke, dort werden wir massiv dagegen wirken. Dort werden wir die Zukunft der Welt bestimmen, durch unser Denken, durch die bestimmten Übungen, alles, was wir dort machen werden. Inzwischen ist ja Deutschland ein Versuchsfeld geworden. Und Frankreich auch. Wenn wir nach Frankreich schauen, dort wird ausprobiert, die schwierigen Dinge, die versucht man in Frankreich durchzusetzen. Und in Deutschland versucht man herauszufinden, inwieweit man Unterdrückung machen kann, wie weit halten das die Deutschen aus, bis irgendwas passiert. Und ich kann euch sagen, ihr wisst das selber, wir halten viel zu viel aus. Ja, und es ist so, weil die Deutschen als Letzte aufstehen. Die Schmerzgrenze ist da sehr hoch. Und das ist aber so anerzogen worden, alles hinzunehmen. Ja, und dadurch ein unheimliches Leid auf sich zu nehmen. Das ist unfassbar. Schaut die Regierung an. Sie nimmt uns Deutschen unser Geld weg. Sie schickt es irgendwohin in andere Länder oder Nationen, um Fahrradwege zum Beispiel zu bauen, weil es ja dort dringender ist. Und hier in unserem Land fehlt das Geld. Überall fehlt es bei uns. Es ist nichts mehr da. Wir schenken es, also nicht wir, unsere Regierungen schmeißen das zum Fenster heraus. Und das ist alles für die Spaltung. Und es kann nur sein, dass die viele Menschen das noch nicht so richtig verstehen. Und was das Ende der Spaltung ist, werde ich euch jetzt erklären. Und ich werde euch auch noch am Ende der Sendung etwas ganz Wichtiges sagen. Etwas ganz Wichtiges, das müsst ihr unbedingt wissen. Das Ende der Spaltung, das ist nicht das Erwecken der deutschen Wut, sondern das ist das Erkennen, dass wir unter Gott alle zusammengehören, dass wir alle Wesen der Liebe sind in einer Einheit. Und zwar ist diese Einheit nicht auf die Erde beschränkt. Die Einheit betrifft das ganze Universum, alle Wesen im Universum, alle und die Menschen auf der Erde. Für alle, die immer mal so unter meine Videos schreiben, das gibt es nicht, die Menschen sind die einzigsten Wesen, die von Gott erschaffen wurden. Hallo, ich bitte euch, lasst euch diese Dinge nicht einreden. Gott ist allmächtig und er hat das alles erschaffen. Und wenn wir das erkennen, wenn wir erkennen, dass wir zusammen, alle zusammengehören, dann gibt es die Spaltung nicht mehr. Und dann dürfen wir erwachen und in unsere Kraft kommen. Wir sind alle unter der Liebe Gottes vereint. Und im Universum gibt es sehr viele Wesen. Wir sind Seelen mit einem Körper. Und wenn ihr euch denkt, ach na ja, mich betrifft es ja nicht, ich mache mein eigenes Ding oder ich kann nichts ausrichten. Wenn ihr denkt, ich kann nichts ausrichten, dann schaut ihr den Film an, das Video an, das ich jetzt erst gemacht habe, über den Butterfly-Effekt. Denn dort habe ich genau erklärt, dass jeder einzelne Mensch wichtig ist und ein einzelner Mensch sogar alles ändern könnte. Und zwar seht ihr in der Mitte den Schmetterling. Und rechts oben und links oben und der eine Flügel unten sieht man solche Fragmente, solche Vierecke, solche Kästchen. Und das ist immer ein Flügelschlag. Und dieser Flügelschlag, der nährt die Zeitlinie. Und das heißt, sobald du so einen Effekt in dir hast, sobald du etwas manifestierst, geschieht der Flügelschlag und die Energie geht in die Zeitlinie hinein. Und zwar sagt man das,
Ein einziger Flügelschlag eines Schmetterlings sogar einen Tornado auslösen könnte. Und jetzt kommt diese ganz wichtige Sache, die ich euch unbedingt noch mit auf den Weg geben möchte. Man denkt immer, eine Wahl ist wichtig. Man hat eine Stimme und kann dann wählen, wer in der Regierung sitzt. Das ist total falsch. Denn eure Einkaufszettel, das ist euer Stimmzettel. Der Kassenbon, wo drauf steht, bei wem ihr gekauft habt, wem ihr euer Geld geschickt habt, den machen wir reich. Da, wo wir einkaufen, die Güter, die Produkte. Also ich spreche jetzt von den Lobbyisten wie BlackRock oder diesen ganz großen Konzernen. Die machen wir reich und denen bringen wir unser Geld und die beschließen dann wieder Dinge, wie sie uns schwächen können. Von daher ist es sehr wichtig, darauf zu achten, wem gebt ihr euer Geld? Wir sollten uns gegenseitig unterstützen. Denn dann ist alles in der göttlichen Ordnung. Dieses gegenseitige Unterstützen gibt die Kraft, gibt uns die Kraft und lässt uns diese wundervolle Energie, die ja ganz neu ist in diesem Jahr, die neue Energie des kosmischen Wendepunktes, die uns stärkt und uns selbst reflektieren lässt, wie diese Kraft in uns ist und was wir alles erreichen können. Das ist der Weg in die Einheit, zu verstehen, dass wir eine große Familie sind. Und dann geht es vorwärts. Und ich werde jetzt mit dir gleich eine schöne Meditation und eine Botschaft machen, so dass wir diese Einheit fühlen, dass wir die Gottesliebe fühlen. Und da wollte ich auch noch mal was dazu sagen. Jeder darf Gott so fühlen, wie es für ihn sich gut anfühlt. Es gibt keinen einzigen Weg, wie man den Zugang zu Gott bekommt. Jeder Mensch ist doch ganz anders. Jeder ist anders und jeder hat in seiner Individualität einen persönlichen Zugang zu Gottes Liebe. Und das allein zu respektieren oder anzuerkennen, auch das gibt das Gefühl der Einheit, nämlich mit Gott vereint zu sein. Und wir wissen, dass es jeder ist. Es hat nichts mit Kirche zu tun. Das ist einfach der Glaube. Der Glaube und die Spiritualität an diese höhere Macht der Liebe. Und ich habe jetzt auch erst auf Telegram etwas geschrieben über Gottes Liebe und über die Gebete, was mir sehr am Herzen liegt. Da könnt ihr auch ruhig mal immer wieder reinschauen, um euch zu informieren. Und mit diesen Gedanken möchte ich euch jetzt weiterleiten hinein in diese Meditation. Ich wünsche euch alles Liebe, eine schöne Zeit und wir sehen uns zum nächsten Video. Geliebte Herzensmenschen, voller Freude spreche ich zu euch und voller Freude lade ich einen jeden einzelnen von euch ein, zuzuhören und wenn ihr möchtet, euch fallen zu lassen in die Energien der Liebe. Denn wenn wir unsere Herzen öffnen, spüren wir die Liebe Gottes. Diese eine Liebe, die uns alle vereint, die uns Kraft gibt und unseren Weg voranschreiten lässt. Genau das ist es, was wichtig ist in dieser Zeit, zu verstehen, dass wir alle zusammengehören und dass nichts uns trennen kann, dass eine Trennung, die von außen kommt, uns gar nichts anhaben kann, wenn wir mit Gottes Liebe verbunden sind. Und so möchte ich jetzt mit euch allen beten. Und zwar so beten, wie es für jeden Einzelnen stimmt.
wie es sich für jeden Einzelnen gut anhört. Einfach um die tiefe Liebe Gottes zu spüren und diese tiefe Liebe mitzunehmen in unser Zuhause, um sie dann weiterzugeben an die Menschen, die bei uns sind. Und so werden wir mit Sicherheit spüren, wie wohltuend und heilend diese Liebe ist. Und so werde ich beginnen mit diesem Gebet und dir dann später Zeit geben, deine eigenen Worte zu Gott zu richten, so wie es sich für dich gut anfühlt. Du kannst gar nichts falsch machen. Gott ist bei dir, Gott liebt dich und Gott hört zu. Geliebter Vater, ich danke dir, dass ich geboren wurde in dieser Zeit, dass ich inkarnieren darf, um dabei zu sein, deine Liebe zu spüren und weiterzugeben. Und immer, wenn ich mich mit dir verbinde, spüre ich diese große Kraft, die du mir gibst. Und ich spüre auch diese große Liebe, die für mich als Menschen gar nicht erfassbar ist. Ich fühle mich wie zu Hause. Und diese deine Liebe gibt mir die Kraft, hier auf der Erde meine Aufgabe zu erfüllen. Und so bin ich heute hier, um dir zu danken für alles, was ich schon lernen durfte in diesem Leben. Egal, ob es gut oder schlecht war, denn jedes Erlebnis hat mich zu dem gemacht, zu dem, was ich jetzt und heute in diesem Moment bin. Und so möchte ich dich bitten, unterstütze uns dabei, unterstütze alle Menschen dabei, wieder diese Einheit zu fühlen und in unsere Kraft zu kommen. Denn unsere Kraft ist nicht verloren, wir haben sie nur vergessen. Wir haben uns schwächen lassen, wir haben uns zu sehr beeinflussen lassen von negativen Energien. Aber wir haben nicht vergessen, dass deine Liebe alles heilen wird, dass deine Liebe die größte Kraft ist, die es gibt. Und so danke ich dir sehr, dass du mich immer wieder daran erinnerst, wie gut es ist, deine Liebe zu fühlen. Und so lasse ich nun ein wenig Zeit, damit ein jeder selbst sein Wort an dich richten kann, um deine Liebe noch intensiver zu fühlen. Und wenn du langsam zu Ende kommst, möchte ich dir, lieber Gott, noch einmal danken für alles, was du für uns tust, für deine Liebe und deinen Schutz. Und für das unendlich große Licht,
was du durch deine Liebe auf die Erde bringst. Amen. Ich möchte euch eine Umarmung schenken und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video.